Halli, Hallöchen, Freunde. Herzlich willkommen und guten geilen Jahr. Ich warte mal kurz auf die beiden Brüder hier. Nein, alles gut. Ich muss ja. Jo, Freunde, was mache ich heute? Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ich bin wieder mit Anzug unterwegs. Und ich fahre jetzt nach Prolis und nehme mir dort einfach mal noch ein Intro auf und noch ein paar Profilbilder oder sowas. Ja, warum habe ich die Kamera am Laufen? Einfach gucken, was passiert. Vielleicht wird es ja wieder lustig. Letztes Mal, als ich mit Anzug im Prolis war, war es ja gar nicht mal so unspektakulär eigentlich. Boah, meine. Das war jetzt nicht sehr gentleman-like. Das gibt eine Anzeige. I'm fast as fuck, boy. Ah, immer wieder schön. Ein bisschen Gas geben. Das ist halt meine Krawatte, ja, die verrutscht dann dauernd. Gucken, dass ich diesmal ein Intro mache, wo sie nicht verrutscht. Problem war, beim letzten Intro bin ich so ein bisschen auf mein Motorrad drauf gestiegen und dabei ist sie verrutscht. Vielleicht diesmal werde ich einfach nur ein Intro machen, wie ich drauf sitze und mal gucken, wie ich das dann weiterverarbeiten kann. Das Intro besteht diesmal nicht bloß aus ein paar Anzugaufnahmen, sondern ich mache noch ein bisschen was anderes rein. Also es wird ganz interessant. Jo, Freunde. Warum wähle ich jedes Mal Prolis aus? Weil das eine Straße ist, wo nichts los ist. Da kannst du ganz entspannt deine Sachen machen und keinen interessiert so wirklich. Die Leute machen schon wieder dezent Auge. Also das ist verrückt irgendwie. Jedes Mal, wenn ich mit Absicht mit Anzug fahre, wirklich nur um Aufmerksamkeit zu kriegen, dann juckt es einfach keinen. Niemand guckt. Aber wenn ich mal so unverhofft wie heute einfach mal ein Intro aufnehme oder sowas, wo es mir gar nicht um Aufmerksamkeit geht, sondern einfach nur darum, ein paar Aufnahmen zu machen, dann gaffen mich alle an. Das ist schon interessant. Ich habe jetzt noch neue Fußrasten drin, wie ihr vielleicht sehen könnt. Ich habe mir goldene Fußrasten geholt, weil die einfach zu meinen Hebeln und zum Rest der Maschine so ein bisschen gepasst haben. Mit diesen Goldfarbstichen, das sieht, finde ich, richtig geil aus. Also mein Vater fand es jetzt nicht so geil. Der meinte, die alten waren besser. Aber der hat auch bei meinem Aprilia gemeint, dass die alten Blinker besser waren. Diese riesigen LED-Teile, LED, schön wär's, ne? Diese riesigen Glühlampendinger, die da dran waren, meinte er auch, die waren besser. Aber hey, obwohl die LEDs wirklich viel besser aussehen einfach. Das sieht auch von außen bestimmt mies aus, als wäre ich hier die größte Bonze. Dabei bin ich einfach nur ein YouTuber, der ein scheiß Intro machen will. Brudi, Alter. Ja, so, und ich habe schon wieder 160 Kilometer weg. Vor kurzem war echt mal die Benzinleuchte an, das hat mich ein bisschen erstaunt sogar. Ich dachte eigentlich, die geht gar nicht mehr. Aber vor kurzem bin ich wohin gefahren und da war sie wirklich kurz an. Das hat mich sogar erstaunt. Also, da habe ich dann gemerkt, okay, die geht noch. Ja. Das erste Mal seit langem, dass die wieder mal an war. Ja, jetzt ist meine Krawatte draußen. Jetzt ist sie draußen. Das ist so scheiße. Mit so einer Krawatte Motorrad zu fahren, ey, das geht einfach nicht. Es geht. Das ist null chill. Vielleicht das nächste Mal lieber eine Fliege nehmen oder so ein Hemd mit Weste oder sowas. Ich glaube, da kommt er insgesamt weiter. Oh. Alles mit sowas. Und das ist Polizei, okay. Das bockt schon, muss ich sagen. Mit Anzug mal fahren, ja. Ist schon mal interessant wieder mal. Habe ich jetzt lange nicht gemacht. Ist ein bisschen warm, wenn du stehst, okay. Aber es ist okay. Also es ist jetzt nicht übermäßig anstrengend oder so. Vorausgesetzt, du fährst halt auch entspannt. Ne? Also wenn du mit Anzug fährst. Ich sage mal, ich würde jetzt mit Anzug nicht 180 fahren oder so. Aber solange du, sage ich mal, maximal vielleicht eine 90 fährst, obwohl 90 fast schon zu viel ist dafür. Aber so ungefähr, ja, dann kann man fast sagen, das ist okay, das ist machbar. Also falls ihr mal mit Anzug fahren wollt, Freunde, ich kann euch versprechen, ihr kriegt auf alle Fälle Aufmerksamkeit. Nicht von allen Leuten, aber von den meisten. Von Mädels sowieso. Das ist manchmal ganz lustig.
Ja, wenn man sowas braucht halt, ne? Also ich habe es wie gesagt einmal gemacht, wirklich um einfach nur ein Video draus zu machen. Mal zu gucken, wie viele Leute machen wirklich Auge. Und dann so Tagen wie heute, also das heutige Video und das Video, wo ich schon mal ein Intro gemacht habe, da habe ich es wie gesagt nur gemacht, um Intro aufzunehmen. Da war mir das am Ende eigentlich auch egal, ob da Leute schauen oder nicht. Ich meine, ich finde es immer lustig, wenn sie schauen. Ich bin da auch ein bisschen aufmerksamkeitsgeil, muss ich zugeben. Aber wenn nicht, dann ist halt, ist es auch okay. Ich hoffe einfach mal, meine Krawatte bleibt diesmal auch gerade. Und fuckt mich da nicht wieder ab zwischendrin. Das wäre sehr löblich. Na genau, Freunde, dann gucken wir einfach mal. So, Freunde, dann nehme ich einfach mein Intro mal kurz auf. Bis gleich, ciao. So, Freunde, da bin ich wieder. Ja, Video aufgenommen. Ich habe gerade ein paar kleine Mini-Aufnahmen gemacht, ein paar Bilder. Übrigens, wenn wir schon dabei sind, heute angebaut. Komm, das sieht schon geil aus. Das ist, das kann man machen. Was mich halt ein bisschen stört, die werden sofort schwarz, wenn ihr das irgendwie drauf tretet. Also müsst ihr halt selber wissen, ob man sich sowas holt. Aber das sieht schon fett aus. Also das ist schon, da kann man nicht meckern, muss ich sagen. Jo. There we go again. Boah, mein Schuh, ey, das rutscht übelst. Übelst aufs Übelste. Boah. Der hat geguckt. Der hat Auge gemacht, der Opa, und das Kind gerade auch. Aber hey, da rutscht mein Anzug und Krawatte nicht. Wenn ich so eine entspannte 30, 37 fahre. Tacho 37, ne, ist wahrscheinlich bloß ein 30. Eine GPS 30. Ja, für die jungen Leute von euch, die es vielleicht noch nicht kennen. Es gibt ja Tacho-Geschwindigkeit und GPS-Geschwindigkeit. Das sind zwei verschiedene Sachen. Weil wenn der Tacho meinetwegen, angenommen ihr fahrt 100, Tacho 100. Dann zeigt euch der Tacho, zeigt eine 100 an, fahrt aber vielleicht eine GPS. Also die echte Geschwindigkeit, Satelliten gemessen, eine 95 oder weniger, 93 oder sowas. Wisst ihr, ich meine? So für die Leute, die vielleicht das schon mal gehört haben und die wissen, was es genau heißt. Das ist gemeint, wenn Leute von Tacho-Geschwindigkeit und GPS-Geschwindigkeit reden. Die GPS sozusagen die echte, satellitengemessene Geschwindigkeit, die ihr gerade fahrt. Und die Tacho-Geschwindigkeit ist die, die euch einfach angezeigt wird. Deswegen, wenn ihr mal angenommen, ihr fahrt an einem Blitzer vorbei, der blitzt bei 100 oder so. Also Höchstgeschwindigkeit erlaubt 100 und wenn ihr schneller fahrt, blitzt der. Und auf eurem Tacho steht meinetwegen 105 oder 107 oder so, da wärt ihr ja schon drüber. Ich meine, gut, da gibt es so eine Toleranz, aber wenn wir die jetzt mal weglassen, der würde euch trotzdem nicht blitzen, weil der misst ja eure GPS, also eure echte Geschwindigkeit. Und wenn eure echte Geschwindigkeit, wenn eure Tachogeschwindigkeit 107 oder 105 ist, ist eure echte GPS-Geschwindigkeit vielleicht 100 oder 99 oder sowas. Und da seid ihr immer noch unter der echten 100, somit blitzt ihr nicht. Ich weiß, manchmal erkläre ich Sachen, die sind eigentlich, gehören zum Allgemeinwissen so ein bisschen. Oder weiß bestimmt vielleicht auch schon jeder von euch, wie zum Beispiel das eine Mal, als ich erklärt habe, wie man eine Simme fährt. Beziehungsweise als ich erklärt habe, wobei der Simme der Blinker ist und so ein Scheiß. Ja, also eigentlich weiß das ja jeder von euch, mit Sicherheit. Also was heißt mit Sicherheit? Ich würde mal denken, dass es ziemlich jeder von euch weiß. Aber man weiß ja nicht, es gibt ja immer, vielleicht habe ich ja Zuschauer, die sind 14 oder so, oder 13, 14, 15, weiß ich ja nicht. Ich sehe ja nicht jeden, der mich abonniert. Und vielleicht überlegt ihr ja einen Motorradführerschein zu machen, oder ihr findet einfach nur die Videos geil, oder seid aus Dresden und wollt gucken, ob ihr euch selber ein Video seht. Habe ich auch gemacht, als ich jünger war, habe ich auch so Videos geschaut. Und einfach dann geschaut, okay, sehe ich mich im Video, und dann habe ich überlegt, wo war ich an dem Tag und sowas, ja. Das habe ich auch manchmal. Das ist immer ganz lustig. Leute, wenn ihr euch selbst im Video seht, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wo wir sagen können, also schreibt einfach eine Zeit hin, in welcher Minute des Videos und welche Sekunde. Dann könnt ihr sagen, meinetwegen Minute 5, Sekunde 35, links am Straßenrand, da stehe ich gerade oder sowas, könnt ihr hinschreiben, wenn ihr wollt. Fände ich lustig. Und natürlich gilt dasselbe auch, wenn ihr jetzt sagt, ich sehe mich selbst im Video, aber ich will nicht im Video sein, dann schreibt mir das auch, aber nicht in die Kommentare, sondern schreibt mir lieber eine E-Mail oder sowas, oder
Oder schreibt auf Instagram einfach eine Nachricht, das ist natürlich am einfachsten. Dauert maximal ein, zwei Tage, bis ich es sehe, weil ich gucke eigentlich täglich meine Insta-Anfragen rein. Dann schreibt mir das einfach rein und dann gucke ich halt, ob ich euch irgendwie da rauslöschen oder rausretuschieren oder sonst was machen kann. Dann muss ich halt das Video nochmal löschen und dann nochmal hochladen. Das ist halt, ja, ist halt scheiße, aber. Aber bitte nicht irgendwie, wenn jetzt eine Riesengruppe an Leute irgendwo steht, also irgendwo die übelste Menschenmenge, und ihr seht euch da irgendwo mittendrin, ja, dann werde ich nicht die ganze Menschenmenge rausschneiden, obwohl man euch eh nicht sieht, so. Wisst ihr, was ich meine? Also, obwohl man euch eh nicht so wirklich erkennt. Aber angenommen, ihr steht jetzt hier als Einzelner am Straßenrand und ich gucke genau euch an oder so, man sieht nur euch, und ihr meint, hier, das will ich nicht oder sowas, dann ist das kein Problem, schreibt mich an, ich schneide es raus. Na genau, Freunde. Auf alle Fälle, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mir doch gerne wieder ein Like da oder ein Abo oder einen Kommentar. Über Kommentare freue ich mich immer. Ich beantworte auch alle Kommentare. Vorausgesetzt, die sind unter den neuesten zwei Videos, weil alle anderen Kommentare sehe ich nicht mehr. Beziehungsweise, ich gucke mir halt nicht jede Woche jedes meiner Videos an, um zu schauen, ob neue Kommentare da sind. Aber bei meinen neuesten zwei Videos mache ich das meist. Also bei meinen neuesten Videos mache ich das. Da gucke ich ab und zu mal, ob was Neues da ist, ob neue Kommentare da sind. Dann antworte ich auch. Oder like den Kommentar. Oder wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr das natürlich auch dort gerne reinfragen. Oder irgendeine Anmerkung oder sonst was. Beschwerden. Die werden dann natürlich gelöscht. Nicht kritikfähig. Nein, ist Spaß. Na gut, Freunde. Auf alle Fälle, richtig geilen Tag euch. Und ciao.